So, Beziehungen zu dem Ort einstellen. Ich hoffe, dass ich den Obelisken trotzdem noch bekomme. Ich denke schon. Ja, habe ich bekommen. Perfekt. So, und dann werden wir diese beiden Handelsrouten hier in die Wege leiten. Dann bekommen wir jetzt die beiden Kalksteine. Das wird immer alles hier vorne mit hingebracht und dann von hier aus hoch zur Pyramide. Ungewöhnlich hohe Flut. Ja, ist nicht schlimm. Stehen ein bisschen unter Wasser, aber das ist okay. Die können ja zur Harpy beten und dann ist alles gut. Ein paar waren sogar bei Harpy. Niemand geht in die sonstigen Tempel. Auch Amun betet keiner an und auch Bastet nicht, aber alle beschweren sich. Können die Leute nicht anbeten? Was ist hier los? Isis können wir nicht anbeten. Ihr habt echt Langeweile. Sehr gut. Wir dürfen 72 Bauern haben, 72 der Felder. Der Geist des Pharaos ist zu Osiris gegangen. Ihr Prestige fällt. Das ist nicht schlimm. Wir haben eh sehr viel erreicht. Und nur weil wir jetzt minus 11 Punkte bekommen haben, verehrte Schutzgottheit, Re. Viele Bürger wollen nun dem strahlenden goldenen Herrn des Lebens Ra näher kommen. Neuer ägyptischer Standort. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, die Steine zu importieren. Da kommt Edfu mit ganz vielen Smaragden. Wieder ein neuer ägyptischer Standort, sehr schön. Und hier könnten wir noch wenig Brot aufwenden und noch weiteres Kupfer bekommen, aber dafür dann eine weitere Handelsroute in die Wege leiten und einen neuen Obelisken mit hinbauen. Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Das wird alles soweit fertig gemacht und hier fehlt nur noch der Tiergarten, der ist dann auch durch. Dann ist unser Palast komplett ausgebaut. Wir sind jetzt bei minus 16 Punkten, weil der Pharao tot ist. Wollt ihr mich veralbern? Warum denn so viel? Wir wären sonst bei über 100 Punkten. Aber vielleicht ist die Grabstätte jetzt mehr wert. Dann geht's ja. Familiengruft vom Taseb. Ach ja, stimmt. Das war das, was die sich noch leisten. Genau, zur Familiengruft. Die haben eine Yacht und die haben die Familiengruft. Also die sind extrem reich, die können sich alles leisten. Und da kommen die Steine. Sehr schön. Wie sieht's aus mit der Zählung? 3300 haben wir das letzte Mal bekommen. 93 Felder wurden jetzt gerade einmal gezählt. Die sind noch unterwegs, die beiden Schreiber. Da kommt der nächste schon wieder mit weiterem Kupfer. Flut war zu hoch. Ja, passiert. Und der Palast ist fertig, immerhin. Durch den Palast alleine kriegen wir jetzt schon 18 Punkte, immerhin, das ist gut. Und die bringen die Steine gleich mal hoch in die Pyramide, die nur für den Tod des Pharaos zuständig ist. Das Ding ist für Adlige, das ist auch für Adlige, genau, das ist für den Pharao. Ich denke mal, dass wir es fertig kriegen, bis wir sterben. Ich weiß gar nicht, wie alt sind wir denn jetzt? Niemand stirbt direkt an Zahnfleischentzündungen, aber sie verursachen Dauerschmerzen. Feinkalkstein, viele Bürger wollen, es gibt Schlimmeres als dem Volk. Als vom Volk als denkwürdig bezeichnet zu werden. Nun ja, einige gelehrte Männer finden jetzt weniger Interesse daran, für die Regierung zu arbeiten. Das ist nicht schlimm. Pharao Zimt der Zweite besteigt den Thron im Alter von 21 Jahren. Wir sind ja schon fast wieder tot. Nee, dann muss ich das jetzt dem Pharao widmen. Nee, das hier widme ich dem Pharao. Und das den Adligen. Jo. Ich hätte es gern anders gemacht, aber es geht nicht anders. Wir haben jetzt 203 von 216 Feldern bewertet.
Wow. 207 von 216. Diesmal haben die Schreiber sich richtig viel Mühe gegeben. Wir können einen weiteren großen Obelisk mit aufbauen. Ja, der kommt jetzt hier vorne mit hin. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich extrem nice. Ihr Prestige steigt. Ja, ja, und so geht's immer hoch und runter. 109 Punkte haben wir jetzt. Ereignisse minus 20 für den toten Pharao. Jetzt werden die Felder abgeerntet, dementsprechend bekommen wir gleich wieder Nahrung. Und dann bin ich gespannt. Also wir müssen ja jetzt durch die Zählung extrem viel Essen bekommen. Wahrscheinlich über 4000, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann macht es mir auch nichts, mal eben für die Arbeiter so viel zu bezahlen oder für den Export. Wir sind ja jetzt schon bei 3000 allein durch die beiden zusammen. Hier oben wird das Ding fertig gebaut. Steine werden immer weniger, weil wir die jetzt gerade in die Mastabas mit reinstopfen. Ich bin gleich wieder tot. Das kenne ich schon. Mein Papa wurde 35, ich sterbe mit 21. Extreme Flut vorausgesagt, wie immer. Oder wie schon so häufig. 4200. Boah! Genial. Genial. Ich sag's ja, das ist bestimmt mehr als 4000 gewesen. 4059, weil die alles zählen konnten. Wir haben sehr viel für den Export ausgegeben, dadurch, dass wir noch den Obelisken gekauft haben. Aber es hat sich gelohnt. Ihr Prestige steigt. Juhu, wir sind jetzt schon bei 116. Nicht mehr weit weg von dem, was wir eigentlich schaffen sollten. Wie viele Papyri haben wir denn? 28. 28 ist nicht besonders viel. Unsere Leute verbrauchen natürlich dementsprechend auch ordentlich was. Wir bauen noch einen Papyrusmacher hier vorne mit hin, dass die sich hier auch nochmal damit eindecken können. Und dann gehe ich nochmal auf die Karte und guck mal, was wir für diese Stadt brauchen. Nur Nahrung. Okay, und einen Entsandten. Na, bitteschön, mache ich. Das hier könnten wir auch in die Wege leiten. Ja. Würde aber nicht so viel Prestige bringen. Nur 8. Das gar nichts, das auch nichts. Hier hätten wir noch Korosko. Korosko liefert uns Gold und Zinn. Nehme ich. Dann könnten wir nämlich auch endlich die Kopasch herstellen. Ungewöhnlich hohe Flut. Bloß müsste ich dann noch einen großen Obelisken importieren. Schickt mir mal bitte noch einen. Sonst habe ich zu wenig. Aber der liegt schon bereit. Der soll hier bald reingebracht werden. Die brauchen bloß noch einige Arbeiter. Theoretisch könnte ich noch einige bauen. Das ist überhaupt kein Problem bei all dem, was wir hier gerade kriegen. Freut mich natürlich sehr. Stellen wir hier jetzt noch welche hin? Geht nicht. Achso, da ist jemand. Ach Mensch, Papyrusmacher. Muss der sich denn da hinstellen? Habe ich dem das erlaubt? Sie sollten sich langsam Gedanken um das Jenseits machen, Pharao Zimt. Ach, wirklich? Erzähl mir mal was Neues. Wir sind jetzt schon bei 116. Wir brauchen nur noch die 180 Prestige. Wir haben den Kulttempel von Re gebaut. Wir haben die Yachten, die 5. Wir haben 5 Luxushäuser. Wir haben bald die 5 Mastabas. Gut, die eine muss noch fertig gebaut werden. Wir haben, ja, dann nur noch die 180 Prestige, ne? Adligen Population 5 große Anwesen, check. Errichten Sie 5 große Mastabas, naja. Bauen Sie mindestens 5 Yachten, check. Bauen Sie einen Kulttempel und weihen Sie in Re, check. Erreichen Sie eine Prestigewertung von mindestens 180. Also das mit der Prestigewertung läuft sehr gut.
Und auch die Mastabas. Wir brauchen ja wirklich nur noch ein bisschen was an Ziegeln und dann ist alles geschafft. Ihr Prestige steigt. Außenbeziehungen aufgebaut. Wunderbar. Und wir können damit das nächste Monument bauen. Die nächsten großen Obelisken mit 24 weiteren Prestige könnten wir hier gleich nebenan mit hinstellen. Ja, ja, ihr Prestige beeindruckt die Welt. O erhabener Anführer, in ihre Dienste einzutreten gilt unter der gebildeten Elite als Zeichen von Weisheit. So ist es ja auch. So ist es. Ihr Prestige steigt. Glorreicher Herrscher, schwächere Anführer sind geblendet von ihren ruhmreichen Leistungen. Ihr Prestige wächst. Sehen Sie, mit welchem Eifer die gebildeten Arbeitskräfte Ägyptens Ihnen dienen. Nein, aber schön, freut mich. Ach, guck mal, weil wir auch die Mastaba hier fertig gemacht haben. Dann brauchen wir jetzt noch diese Mastaba, dann sind wir soweit durch. Und gegebenenfalls können wir diese Pyramide ja irgendwann mal fertigstellen. Das wäre schön. Aber im Grundsätzlichen ist es nicht mehr notwendig. Muss jetzt bloß gerade mal gucken. Außenbeziehungen aufgebaut. Wieder haben wir Außenbeziehungen. Wir sind jetzt schon bei 154 Prestige. Die 180 haben wir gleich. Also brauchen wir nur noch die Mastaba. Ich finde es immer erstaunlich, wie lange man spielt und am Ende so, tschupp, 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 alles fertig. Das ist Wahnsinn. Auch bei der letzten Mission. Wirklich. Also circa 10, gefühlt 20 Folgen gespielt und damit mal in den letzten beiden Folgen, tschupp, 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 alles fertig. Wenn man erstmal alles aufgebaut hat und die Beziehungen aufgebaut hat mit den Obelisken und so, dann geht's. Sie gelten als Übermensch. In den Augen der Welt sind sie jetzt ein Übermensch. Die Kinder gehen zur Schule und träumen davon, dass sie ihnen nach ihrem Abschluss dienen dürfen. Ich bin ein Übermensch. Geil. Tja, weitere Ziegel werden jetzt zu diesem Bauplatz gebracht. Wir brauchen ja sonst keine weiteren. Der letzte große Obelisk wird mit hingebaut. Und dann sind wir auch schon tatsächlich, das ist eigentlich der vorletzte, aber wir brauchen ja jetzt keinen mehr. Dann sind wir tatsächlich auch fertig. Dann haben wir alles an Prestige und müssen nur noch diese verdammte Mastaba fertig machen. Sagen die Steuerschätzungen, einige Felder ausgelassen, aber sind nicht viele. 170, das ist völlig in Ordnung. Und wenn die das jetzt abbauen, dann holla die Waldfee. Schade, dass ich jetzt nicht noch schneller machen kann. Wir sind ja schon auf dem Spieltempo 2,5. Also sehr schnell unterwegs. Und ihr wartet noch auf einen großen Obelisken. Haben wir keinen mehr da? Sieht jetzt nicht so aus. Wir sind immer noch bei minus 20 Punkten wegen dem Tod des Pharaos. Da ist doch einer. Perfekt. Den nehme ich. Wir haben noch einige Arbeiter, die für uns durch die Gegend laufen können. Steine schleppen etc. pp. Das geht. Dann wird auch die Pyramide relativ schnell fertig, was wir aber gar nicht mehr machen müssen. Wir müssen nur noch die Mastaba fertig machen. Dafür brauchen wir die Maurer, dafür brauchen wir die Ziegel. Und wir können sie alle hervorragend versorgen. Wir haben keine Brotprobleme, keine Probleme mit irgendwelchen hier Waren. 18 haben Probleme mit der Anbetung, mit der Religion, 9 mit der Gesundheit, 2 mit Bestattungen und 1 mit Freizeit. Ansonsten sind alle glücklich, super glücklich, haben keine Probleme in unserer Stadt. Das ist ein Traum. Na gut, die tot sind, die haben ziemlich große Probleme. Aber das hat andere Ursachen. Ja, sehr schön. Oh, 196 Prestige, jetzt wo das Ding fertig ist. Sie gelten als gottgleich. Aufgrund ihrer Leistungen hält man sie fast für einen Gott. Fast jeder gebildete Mann Ägyptens würde ihnen gerne dienen und gehorchen. Ich denke, 200 ist so ziemlich die Obergrenze. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Obergrenze gibt, aber das ist schon echt Wahnsinn. Und nur noch wenige Punkte, dann sind wir schon bei über 200. Aber wir müssen nur noch die Mastaba fertig bauen, dann haben wir so oder so gewonnen. Das heißt, noch ungefähr die Hälfte an Steinen von denen, die wir jetzt so oder so schon hatten. Und
Und dann sind wir durch. Sehr gute Überschwemmung vorausgesagt. Jeweils 20 Punkte bringen die Obelisken. Der nur 7. Das ist aber schade. Wisst ihr, was wir machen können? Wir könnten jetzt noch die Stadt hier irgendwo da. Die könnten wir auch noch mit einnehmen. Kriegen nochmal 8 Prestige. Ich bin ja gespannt, was sie dann sagen, wenn wir 200 Prestige haben. Dann sind wir ja ein Gott. Oder nicht? Nicht genug Barkenanlegestellen in der Stadt. Ja, passiert. Da rollt der nächste Obelisk an. Nahrung haben wir fast 4000. Alles gut. Ich baue eh nichts mehr. 20 Steine sind schon wieder unterwegs. 40 Steine sind noch bereit. Wir haben es also geschafft. Die Steine sind jetzt schon mal ausreichend vorhanden. Ich will jetzt noch einmal hören. Ihr Prestige steigt. Ihr Prestige steigt. Sie sind ein Gott. Sie haben mittlerweile gottgleichen Status. Es gibt keine Superlative mehr, die auf Sie zutreffen würde. 35 Leute könnten wir in unseren Dienst mit reinholen, was gar nicht notwendig ist. Wir haben durch unsere Taten fast 100 Punkte. Durch die Propaganda nochmal 72 Punkte. Könnten jetzt sogar die neue Stadt auch noch hier irgendwo mit aufstellen, so wie den hier dann 7, 8 Punkte mit dazu holen. Wir haben die Grabstätten mit 32 Punkten dabei und den Palast mit 20 Punkten. Keine einzige Statue gebaut, Außenbeziehungen sind aufgebaut. Ein Feind erhebt sich. Beduinenstadtplünderer kommen aus diesem Ort. Sie bedrohen Frieden und Stabilität in ihrer Stadt. Diese Beduinenkämpfer sind gar wilde und stolze Leute. Stellen Sie sich ihnen auf dem Schlachtfeld, auf das die stärkere Armee gewinnen möge. Nö. Ich will bloß noch meine Mastaba fertig bauen. Oh je, ich ahne Schreckliches. Aber immerhin, unser Prestige ist noch hoch und sobald wir die Masterbar gebaut haben, ist auch alles fertig. 21 Steine werden gerade hingebracht, dann brauchen wir noch 9. Und dann können mich die Beduinen mal. Wahrscheinlich wurden die eingefügt für den Fall, dass irgendjemand das Prestige zuerst hochkloppt und dann erst alles baut. Ja, ich meine, das wäre wahrscheinlich ohne die ganzen Luxushäuser gar nicht möglich. Aber vielleicht hat man noch keine Yachten, weil man kein Holz importiert hat. Vielleicht hat man die Masterbars gar nicht gebaut, weil man sich um Pyramiden gekümmert hat. Dann hätte man falsch angefangen. Aber wir sind ja so super fertig geworden. Und jetzt kommen die letzten 9 Ziegel, dann sind wir durch. Dann sind mir die Beduinen sowas von egal. Ach, tief durchatmen. So, das waren die letzten Ziegel. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Und wieder haben wir die Pyramide nicht fertig gekriegt. Es ist so peinlich. Gewonnen. Das Volk strömt in die Straßen, um ihren Namen zu preisen und den Göttern Ägyptens zu danken. Frieden und Gerechtigkeit lösen Krieg und Angst ab. Das Land ist wieder frei von aller Düsternis und wenn es nach ihnen geht, wird das auch so bleiben. 214 Punkte im Prestige, göttlich. Verstrichene Zeit 23 Jahre, Gesamtbevölkerung 691 Personen, Unzufriedenheit der Stadt, perfekt. Sehe ich ganz genauso. Und 23 Jahre ist eigentlich nichts im Gegensatz zu dem, was wir sonst hatten. Da waren wir, glaube ich, bei 30 oder 40 Jahren sogar. Das heißt, wir sind sogar sehr schnell fertig geworden, auch wenn es wieder länger gedauert hat. Jo, das war's soweit. Ich muss einmal ganz kurz die Aufnahme beenden, um auf Weiter zu klicken und mir die nächste Mission anzusehen. Bis gleich.